Wir melden uns bei euch zurück aus Mailand und zwar vom Santa Corona Ospedale. Ein riesiges, gigantisches Krankenhaus und bis jetzt das größte verlassene Krankenhaus in Italien, welches wir euch hier gezeigt haben. Santa Corona ist aber kein Clickbait, sondern es heißt wirklich Santa Corona. Also viele verbinden Corona natürlich mit der Pandemie, aber im Italienischen heißt es klar und deutlich übersetzt Santa Corona, zur heiligen Krone. Das Krankenhaus hier haben wir euch schon mal gezeigt und zwar vor einem Jahr. Daumen hoch, Zeit. Für alle, die es nicht kennen, verlinke ich euch ganz unten in der Videobeschreibung als allerersten Link den quasi ersten Teil. Das Video von damals solltet ihr euch angucken, dann seht ihr nämlich, wie diese gigantische Kapelle und diese ganzen Räume hier vorne von innen aussehen. Und wir beschäftigen uns heute mit dem hinteren Gebäudeteil, denn das Gelände ist gigantisch groß. Wir schauen uns die Küchenbereiche an, die ganzen Gebäude dahinter. Wir sind auch damals im ersten Teil, der ich glaube sogar 48 Minuten ging, sogar in den ganzen Tunneln unterwegs gewesen, haben echte Totenscheine von 1900, schieß mich tot gefunden und so weiter. Also sehr interessant, lohnt sich. Und wir haben ein Live-Revisit gemacht mit euch. Den findet ihr auch verlinkt unten drunter. Das hatten wir am vergangenen Dienstag gemacht oder dann, je nachdem, wann das Video rauskam. Könnt ihr euch auch anschauen. Dann seht ihr nämlich, wie das hier vorne jetzt nach ungefähr einem Jahr von innen aussieht. Hat sich viel verändert oder nicht? Und wie sieht es dahinter aus? Erfahrt ihr alles in diesem Video. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Abonniert den Kanal, um nichts aus der Welt zu verpassen. Und wir springen jetzt nach hinten. Auf dem Weg nach hinten sehen wir natürlich auch diesen enormen Platz, den das ganze Gebäude hat. Und in der aktuellen Weltsituation werden ja überall auf der Welt Orte gesucht, an denen Menschen, die aus der Ukraine gerade flüchten, aufgrund dieses wirklich dramatischen humanitären Katastrophenfalls, der eigentlich gerade stattfindet, wo man die Leute unterbringt. Italien hat jetzt gerade sogar die Idee gehabt, in beschlagnahmten Mafia-Häusern und Geschäften und Hotels Geflüchtete zeitweise unterzubringen. Aus der Ukraine. Finde ich eine sehr sportliche Idee. Aber bei diesem Krankenhaus ist so viel Fläche und so viele Räume da, dass das vielleicht auch ein Ort wäre, der in Frage käme. Weil so wie die hier und auch die alten Mafia-Villen und Firmen und Hotels funktionieren da die Heizung nicht mehr und hier auch nicht. Also das sind alles Dinge, die müsste man sowieso irgendwie unter Kontrolle kriegen. Und ich denke, das wäre bei diesem Krankenhaus vielleicht auch möglich. Vielleicht ist es ja auch in Planung. Gelesen haben wir nichts. Auf der anderen Seite ist ein wunderschöner Wald. Haben wir auf Malta nicht gesehen und ihr auch lange in unseren Videos nicht. Wald. Aber dieser Wald, so verwachsen und wunderschön er auch aussieht, ist ein Teil eines Parkes, der sich um den ganzen unteren Rand hier quasi von diesem Krankenhaus zieht. Das Neue steht hier hinten hinter auf der anderen Seite und das ist ein ganz großer Drogenpark. Denn in Mailand leben sehr viele Menschen und es gibt auch viele Menschen, die halt nur mal einige Probleme haben. Und die versammeln sich speziell in diesen Wäldern und konsumieren. Ist also, wenn man hier unterwegs ist, sollte man ein bisschen aufpassen. Heißt nicht, dass Menschen, die Drogen nehmen, immer gleich schlimm und Verbrecher sind. Trotzdem ein bisschen aufpassen, auch wohin man tritt, Hunde und so weiter, weil da könnte einiges rumfliegen. Eine einsame Cessna zieht hier über das alte Krankenhaus. Und das alles haben wir uns angeguckt, inklusive der ganzen Tunnel, die sich hier unter dem Krankenhaus befinden. Es ist wirklich gigantomanisch groß. Und wir haben auch selbst damals nicht jeden Raum gezeigt, weil das einfach nicht. Wir wären mit euch, das war glaube ich ein 4-Stunden-Video geworden. Und wir hätten immer noch nicht alles gesehen. Die Gebäudeteile kennen wir aber noch gar nicht. Wir haben einmal kurz geguckt gehabt, aber haben uns dann auch gedacht, es reicht von der Länge und von dem Material. Und wir haben damals Bereiche nicht gesehen, wie zum Beispiel die Großküche. Und die Großküche müsste irgendwo hier in den Gebäuden gewesen sein. Auch haben wir damals Totenscheine gefunden. Wir haben sogar so ganz uralte so Leichenwagen quasi, ne, auf denen man die Toten durch die Gänge geschoben hat, gefunden. Weil hier unter diesen Dingern, hier sind diese Tunnel unter. Die gibt es überall, auch noch mit Glasfenstern. Hier ist jetzt zubetoniert. Aber es gibt ganz viele, da sind hier noch diese Glasfenster dran. Und wenn man durch diese Tunnel, die hier unter sich erstrecken und wirklich ziemlich creepy und also ziemlich gruselig sind und ziemlich verwinkelt. Wir haben damals auch nicht ganz genau gewusst, wo geht es hier rein, wo geht es hier raus und so weiter. Da läuft man immer unter diesen Fensterstöcken durch. So, und da waren wir überall. Es war auch damals irgendwie ein bisschen gruselig. Wir waren in diesem riesigen Komplex, ja, es sind ja auch alle Türen und Tore hier offen und du hast dann Leute irgendwo gehört. Weißt du noch? Da haben irgendwo in dem hinteren Gebäude waren andere Leute drin und du hörst das durch die Gänge und fühlst dich so ein bisschen unwohl, weil du nicht weißt, wer das ist.
Ich kann mir auch vorstellen, aufgrund des großen Drogenparks, der hier ist, also wo die Leute sich einfach treffen und konsumieren, dass in den Gebäuden auch der eine oder andere sich manchmal einen Unterschlupf sucht. Kann man ja auch nicht verübeln. Und man sieht ja, wie groß das einfach alles ist. Und es ist nicht genutzt. Es wird einfach nicht genutzt. Da hinten rüber sieht man diese gigantische Spitze der Kapelle. Da sind wir damals so mit der Drohne von oben nach unten drin geflogen. Das war schon wahnsinnig. Und das wäre auch eigentlich ein geiler Park hier. Ne? Warum reißt man das nicht ab? Denkmalschutz wegen der Kirche, denke ich. Ne? Und hier sehen wir schon das erste. Hier ist eine Waage für LKWs. Und da drin ist noch die Anzeige quasi. Hier drin, hier kann man das sehen, konnte man dann, ich weiß nicht, wie diese Anlagen funktionieren, aber einer von euch weiß es und das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall wird durch das Gewicht ein Zug hier auf diese Stange gegeben. Das weiß ich. Aber wie das dann ganz genau im Detail funktioniert, weiß ich nicht. Ist nicht mehr meine Zeit. Sieht cool aus, ne? Was auch cool war bei diesem Krankenhaus im Generellen, dass hier noch so viel zu entdecken ist, war und ist. Also hier ist noch viel so an kleinen Details zu sehen, die man so entdecken kann. Und ich denke, dass sich hier die Großküche befunden hat. Die Leichenhalle haben wir damals auch nie gefunden, ne? Da haben wir nach gesucht einfach. Also es hat sich so ein bisschen ergeben. Wir waren in den Tunneln, wir haben die Totenscheine gesehen und haben uns gefragt, hier unten in diesen düsteren, finsteren, nassen Kellergängen muss doch eigentlich auch irgendwo die mysteriöse Leichenhalle sein. Aber sie war nicht zu finden. Vielleicht ist sie ja auch irgendwo anders. Ja, da drüben, das ist doch die alte Heizungsanlage, glaube ich. Das sieht man ja auch eigentlich am Schornstein. So. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Über ein Jahr später sind wir wieder hier, ne? Cool. Ich glaube, da können wir auch mal Licht dazu schalten. Das sieht grellig, ne? Die alten Ventilatoren. Die Sachen standen hier damals auch schon, glaube ich. Das sind alles alte Schubladen, ne? Aber was für Schubladen aus den Dingern. Die haben nämlich alle so spezielle Fächer hier in verschiedenen Größen. Kalt ist es hier übrigens genauso wie letztes Jahr, ne? War es dieselbe Jahr? Nee, war es nicht. War nicht dieselbe Jahreszeit. Und hier drüben. Ach ja, das Ding erinnere ich mich noch. Was war hier? Was ist das? Das haben wir uns beim letzten Mal schon gefragt, ne? Sag mal, ist das vielleicht so ein uralter Riesentrockner? Ein uralter Trockner? Von der Länge her, ne? Könnte es auch was zum Einäschern sein. Ja, aber... Ja. Theoretisch ja. Ich frage mich aber gerade, was diese Ablagen sollen. Tja, schreibt das mal gerne in die Videokommentare, es wird uns brennend interessieren, was das war. Also ich bin ja gleich wieder Team Einäschern, aber das glaube ich irgendwie auch nicht so ganz. Man konnte das halt komplett rausziehen und von der Seite irgendwie, ja, vielleicht war es wirklich ein alter Trockner, vielleicht hat das ja damals ganz anders funktioniert. Also das sieht einfach, also ja, der Eindruck, den das Ganze macht, ne, das ist ja sogar noch gängig, sieht eigentlich eher einfach brutal aus irgendwie. Wie apokalyptisch, dunkel, tot. Das sind so die Gedanken, die mir einfallen. Aber hier muss auch irgendwie die Großküche gewesen sein eigentlich. Weil die haben wir nie gefunden. Und dieses Krankenhaus wird wohl auch nicht beliefert worden sein. Das wären ja Dimensionen gewesen. Das ist ja gar nicht schaffbar. Weil hier ist gefliest, hier ist diese riesige Lüftungsanlage. Aber hier standen Maschinen drauf. Ne? Hier sind Bodenabläufe. Standen da Waschmasch? Also ich glaube auf jeden Fall ein Kleiderschrank bei der
stehen Größen dran. Das ist ein Kleiderschrank, ja? Das ist die Wäscherei, ja? Wo ist denn diese blöde Großküche? Ich dachte jetzt, das ist die Küche. Verdammt. Ja, ja, das könnte Sinn ergeben. Wir können ja mal gleich in den Keller gucken. Da ging es nämlich hier runter. Weil hier ist auch so eine Maschine. Oh. Nee, warte mal. Das ist für Tote. Ja. Nee. Da kommen die Leichen rein. Das ist ein Kühlschrank. Wir stehen da und es ist hier. Aber das ist doch mobil. Quasi. Oder haben die das? Also, ich habe ja eben auch, wir haben gedacht, das ist die Großküche. Wir sind an dem Ding vorbeigelatscht, haben dann gedacht, hier wurde die Wäsche getrocknet. Aber jetzt steht hier so ein Ding für die Leichen. Das sieht aus wie ein Ofen. Und hier ist ein Kühlraum. Habe ich noch nie gesehen. Wie sieht so ein Ofen aus? Ich denke, diese Öfen zur Leichenverbrennung sehen unterschiedlich aus, oder? Sicherheit. So. Aber von der Länge her können wir da reinpassen, aber warum ist es rund? Ja, warum ist es rund? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Vielleicht war das einfach das Design. Vielleicht muss das ja auch in einer gleichmäßigen Temperatur verbrannt werden oder so. Also nicht das, der Mensch dann. Weil das ist hier sind ja Schienen zum Rausfahren. Hier ist dieser Deckel. Und hier ist halt eine Kühlkammer. Aber da sind dann wieder diese Schweinehaken, weißt du? Und dann ist es halt schon wieder ein bisschen unangenehm irgendwie. Außer wir finden vielleicht noch mehr unten im Keller gleich. Weil das sieht mir jetzt schon wieder ein bisschen makaberer aus. Ich weiß es nicht. Also wir sind da echt auf eure Hilfe angewiesen. Okay, hier sind Spinte-Unterlagen. Da ist so eine riesige Badewanne. Und hier ist die Rückseite vom Ofen. Ha. Es ist ein Reh. Hier stehen die Ankleideschränke. Ja? Bist du zur Arbeit gekommen? Hier ist auch ein Lift. Bist du zur Arbeit gekommen und hast dich hier umgezogen und da drin wurde einer verbrannt, oder was? Theoretisch, wenn, muss ich ganz ehrlich, finde ich sehr makaber. Finde ich sehr makaber irgendwie. Andere Zeit und so, aber finde ich sehr makaber. Haufenweise Matratzen. 500 Kilo. Aber das würde alles Sinn ergeben gerade, ne? Wir müssen unbedingt nach unten gucken. Ach, wir werden nie fertig mit diesem Krankenhaus. Ne? Ich glaube, du kannst dreimal herkommen und du findest immer wieder was anderes. Spannend, was wir jetzt hier unten finden. Vielleicht finden wir auch gar nichts. Nee, wir finden hier gar nichts. Ich werde doch irre. Ach doch, da geht's weiter. Weißt du, wo es hier hingeht? In die Tunnel. Ich bin sicher. Komm, wir gehen gucken. Die Tunnel müsst ihr euch in dem anderen Video angucken. Ja, weil hier kommst du jetzt eh nicht viel weiter. Aber hier musst du unbedingt rumgucken. Ach nee, hier ist eine Tür. Ja, aber hier geht's in die Tunnel. Das ergibt Sinn. Jetzt ergibt alles Sinn. Hier geht es in die Tunnelanlagen, die die ganzen Gebäude miteinander verbinden. Da vorne ist der Lift. Weißt du, was wir oft gesehen haben? Lift. In diesen Tunneln. Das heißt, die Toten wurden da durchgeschoben, weil die kannst du ja nicht über den Parkplatz schieben. Ja, wie sieht denn das aus? Und dann wurden die, nein, nicht, dass es ist normal, dass man stirbt und. Das meine ich mit, wie sieht das aus? Da läuft vielleicht Mutter mit Kind. Geht das, ich meine, nicht das, ja, das ist Opa. Ja, weißt du, das geht nicht. So. Das heißt, mit dem Fahrstuhl hoch und dann. Das ist so. Und hier haben wir nebenan. Irgendwie echt ein bisschen komisch. Man hat den Platz halt genutzt. Ne? Hier haben wir ein Lager. Und zwar
alt und ziemlich groß. Gab's alles, ne? Sicherung, Glühbirnen. Wahnsinn. Man hat ja das neue Krankenhaus hier hinten gebaut, ne? Das werdet ihr gleich nochmal sehen. Und man hat das hier alles drin gelassen, ne? 2015 hat man das Lager auf jeden Fall irgendwann aufgegeben. Ja, aber dass man das dann alles hier rumfliegen lassen muss, ist halt ein bisschen scheiße, ne? Guck mal, Türgriffe für Fenster und Fenstergriffe, Türschlösser, Fensterschlösser, alles. Hier fliegt alles rum. Schon echt eine Menge. Oh. Hat wieder jemand Farbe ausgekippt. Ganz klasse. Ja, und hier ist nämlich noch ein Lift. Vielleicht ist ja noch ein Lager drüber. Konnte der noch nach unten fahren? Ja, der ging auch noch im Keller. Ich gehe jetzt zwar nicht rein, wegen der Sicherheit und so, aber ihr könnt mal reinschauen. Erinnert so ein bisschen an so einen Bergwerksfahrstuhl irgendwie, ne? Den ollen Lampen und sowas. 4000 Kilo. Nee, 400. Aber da hat doch nicht mehr. Guck mal, die Null dahinter. Hat die da einer mal hintergemalt einfach? Ja, hier ist jetzt nicht mehr viel, ne? Hier sind leere Räume, aber auch große Räume. Das war hier mal drin, nur. Schon alles ein bisschen suspekt hier, ne? Also man muss sich wirklich ein bisschen mit der Fantasie, wenn sie da vorne Leute eingeäschert haben, was haben sie hier gemacht dann? Also, ich habe vorhin noch gedacht, naja, vielleicht gab es ja einen Töpferkurs. Man den Ofen da irgendwie anders. Hospitalservice war hier. Wer lesen kann. Hier hatten die den Krankenhausservice. Da drüben haben sie die Toten aufgebahrt. Und hier hast du noch ein altes, eines der vielen Untersuchungszimmer. Wir haben auch richtig coole Sachen da in dem ersten Teil quasi damals gesehen. Es ist auch alles einfach so alt, ne? Die Vorhänge und so, ich finde das cool. Ich würde sagen, oben werden wahrscheinlich Büros sein oder so. Wir gucken mal Richtung Heizung, oder? Mich würde mal noch diese große Heizungsanlage interessieren. Hier ist gefliester Boden. Muss ich noch mal gucken. Hier war ein Bad auf jeden Fall, also drei Toiletten. Und diese Maschine, die hier noch liegt. Warum hier die Plastikplane auf dem Boden ausgebreitet ist, fragst du dich auch. Wir gehen. Wir fragen nicht, wir gehen. Wer weiß, wer hier seine Wochenendgestaltung betreibt. Da vorne war doch ein Weg draußen lang, ne? Ja. Also hier war Garderobe, hier hat man die Leute also ausgestattet. Ist natürlich nett, ne? Neben dem Kachelofen da. Hast deinen ersten Arbeitstag, kommst da vorne rein. Hier sieht man nochmal die sind auch Untergeschosse. Es ist schon Wahnsinn, ne? Wie groß dieses Gelände ist, wie viel hier noch rumsteht. Und dass man da drüben einfach ein neues Krankenhaus in den Pflastern hat. Man hat also diese ganze Fläche da auch einfach planiert.
und hat das Krankenhaus dahin gebaut. Und da muss ich auch wieder an der Stelle sagen, muss das sein? Muss das sein? Aber andersrum, wir hatten ja auch in den Kommentaren interessante Diskussionen, wo viele von euch auch gesagt haben, es hat sich wahrscheinlich auch einmal nicht gerechnet. Das glaube ich nämlich auch. Es wäre ganz schön teuer geworden. So. Wow. Heizöltanks, ne? Schätze ich. Ja, in Flambach, ich denke mal, das wird Heizöl gewesen sein. Hier unten standen noch irgendwelche Maschinen, wahrscheinlich die Pumpen, die einst das irgendwo hingepumpt haben, ne? Also halt quasi rüber zum Heizungsgebäude, weil da oben ist auch noch ein Rohr. Da ist noch ein abgeschnittenes Rohr. Und es riecht auch so ein bisschen nach Öl, nach Heizöl. Stand hier auch mal ein Tank drin? Bestimmt, ne? Der wurde wahrscheinlich vertickt vom Krankenhaus selbst. Da ist auch so ein großes leeres Loch. Also man hat hier dieses Gebäude also gehabt für die Heizölversorgung. Wie lange die das auch benutzt haben, ne? Wahnsinn. Das ist doch so ein Ding aus den 30ern oder 50er Jahren. Und das hat man wirklich eiskalt, typisch italienisch, bis zum Ende benutzt. Oh, Alter, das ist feierlicher. Junge, 100 Kilo. Pulverlöscher. Der hatte mal Rollen, aber ne? 100 Kilo. Da steht noch einer. 100 Kilo, ey. Ah. Ja, Zentralheizung quasi, ne? Wir schauen mal, da vorne die Tür offen ist, dass wir mal reingucken können. Riesengroß. Wahnsinn. Guck dir die Dinger an. Ja, dass die keiner geklaut hat, wundert mich nicht. Die kannst du nicht klauen. Ist das Heizkessel? Ja, ne? Guck da mal rein. Und dann mit diesen ganzen Löchern, ey. Wahnsinn. Hier sind noch alte Listen. Hier haben die Bediensteten sich was zu essen machen können, ne? Guck mal, da sind noch die Teller. Mega cool. Da liegen noch ganz viele alte Listen. Hier hatte man so seinen Spind und so. War schon cool. Hier, das waren die Räder, wo es draußen fehlt bei dem 100-Kilo-Ding. Aber hast du auch gebraucht, ne? Du hast hier eine Heizungsanlage, du arbeitest mit Öl, mit Feuer vielleicht, mit Hitze. Und wenn das schief geht, guck dir das an. Die hatten ja ein eigenes Kraftwerk hier, ne? Ich stehe auf einem Tank. Guck dir das an. Dann haben die hier die Dinger geregelt. Das ist jetzt voll Taubenkot hier, aber... Wahnsinn. So richtig industriemäßig, ne? Ja. Ihr könnt gerne da reinschreiben, ich kann da ein bisschen wenig zu sagen. Ich habe keinen Dunst, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe keine Ahnung. Das sind für mich sind das Riesentanks. Vielleicht steht irgendwo drauf, kann man gucken. Da steht noch so altes Öl, ne? Hat jemand mit rumgeschmiert. Das ist richtig so eine Zähmasse, ne? Guck mal, da fehlt ein Stück raus. Das ist wie so ein Schokopudding, wo du mit dem Löffel einmal reinhackst. Ja, was gab es von hier alles? Sauerstoff, Heizung, Warmwasser, Kaltwasser. Es kam alles von hier, ne? Ein paar Sachen wurden geklaut, das sieht man ja auch hier und da. Hier hatte der Vorarbeiter wahrscheinlich oder die Leute, die hier gearbeitet haben, ihren Sitz. Das sind dieselben wie oben, ne? Mit diesen Motoren, sage ich jetzt mal davor. Oder Gebläse. Ich glaube, das ist ein Heißluftgebläse. Vielleicht haben die auch über Gas Wärme erzeugt. Die Wärme ist dann hier rein in den Kessel und
Hier lief vielleicht Wasser durch die Röhrchen und wurde dadurch erhitzt. Irgendjemand wird uns in den Kommentaren aufklären, aber ich könnte mir vorstellen, dass hier drin Wasser war. Es ist ja auch abgedichtet hier gewesen. Vielleicht war es auch genau anders, aber ich glaube, es war so rum. Heiße Luft da rein, Wasser durch die Rohre durch. Ist ja auch alles so ein bisschen rostig und so. Und dann wurde das Wasser rausgepumpt und dann durchs ganze Krankenhaus. 4 solche Kessel. Was mag da so ein, wie viel Liter gehen da durch? Boah, überhaupt keine Vorstellung. Überhaupt, also nicht nur ein paar Badewannen, da geht ein bisschen mehr durch. Wie groß dieses Krankenhaus ist und wie viele Räume du hast, die alle ein Wasser anhaben. Und vielleicht, auch, du musst ja damit rechnen, dass auch nur die Hälfte dieser Räume jetzt gerade ein Wasser anaufdreht. Theoretisch. Ja, und da waren hier so Hütten drin, weil hier wird wahrscheinlich ein unglaublicher Lärm auch gewesen sein, kann ich mir vorstellen. Und dann saßen hier drin mit Heizung oder Klima, wahrscheinlich eher Klima, weil es wahrscheinlich sehr warm hier unten drin war. Guck mal, hier auch Schaltschränke ohne Ende. Rauchen verboten, weil du wahrscheinlich sonst in die Luft geflogen wärst, die schweren Ketten. Ersatzteile, noch mehr Rohre, noch mehr Tanks. Faszinierend. Ja, dieses Krankenhaus bietet immer wieder Überraschungen. Alter, guck dir mal die Bolzen an. Das ist schon richtig Industrie. Riesenviecher, ey. Spinte, Schränke. Diese Rohrleitung, ne? Bam. Wahnsinn. Da hinten liegen noch irgendwelche. Weiß ich nicht, was das ist. Da hinten so Generatoren, Motoren. Und hier, Leute. Die gingen auch alle durch diese Tunnelanlagen, ne? Diese ganzen Versorgungsrohre. Guck, hier ist doch Tageslicht schon. Ach, jetzt sind wir im Keller von dem Gebäude, wo oben dieser komische Ofen war. Da sind wir jetzt unter. Okay, wenn wir jetzt hier reingehen. Guck, auch noch so eine Riesenanlage. Also hier saß auch noch irgendwas im Keller. Guck mal, diese Plan. Deutsch. Leuchtstoffröhrensammelbehälter. Guck mal, hier geht's auch noch weiter. Hier sind ganz viele Umkleideräume. Hier ist ein alter Motorradhelm. Hier war der Hausmeister. Eine Schreinerei hatten die. Wahnsinn. Konntest du hier auch den Sarg gleich bestellen? Ich glaube, die Geräte, also mit denen kannst du es auf jeden Fall bauen. Ich bin jetzt kein Schreiner. Ja, Riesenanlage, Riesenanlage. Wir werden jetzt irgendwann mal wieder ans Tageslicht gehen. Hier ist nämlich der Fahrstuhl, der große
Transportfahrstuhl. Wir werden also in einem Jahr wieder herkommen. Wir haben jetzt, waren vor einem Jahr hier, haben den ersten Teil quasi gedreht und haben jetzt den zweiten Teil gedreht und wissen irgendwie, was eventuell mit den Leichen passiert ist. Aber den Rest der ganzen Gebäude kennen wir noch nicht. Und wir drehen jetzt nicht vor, sondern wir kommen in einem Jahr nochmal wieder. Und jetzt gehen wir den Livestream machen auf YouTube. Und zwar, wie sieht's aus in dem Teil, den wir euch schon gezeigt haben. Das Ganze verlinken wir nochmal. Abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen, irgendwo aus der Welt. Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Ihr kriegt gleich nochmal die Playlist eingeblendet. Und zwar Lost Places aus Malta, Sardinien und Achtung Mafia. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao. Macht's gut.